Ja, hallo zusammen und willkommen zurück zu Let's Play GTA 2 am gleichen Tag, 29.12. Ja, letztes Mal sind wir bei der einen Mission ja verkackt. Ja, das Problem ist nur, ich habe es wirklich noch zweimal versucht. Wir haben jetzt mittlerweile 16.45 Uhr ungefähr, ne? Also ist schon ein paar Stunden später als meine letzte Aufnahme. Aber ich wollte es einfach nicht so darauf beruhen lassen, ne? Ich habe es jetzt wirklich noch zweimal versucht und leider, nachdem ich Grandpa zurückgebracht habe und gesagt worden ist, hör mal, die Mission ist fertig. Ja, da ist das Spiel immer wieder abgeschmiert, leider. Und ja, deswegen, ich komme mit den Wissenschaftlern jetzt gerade leider nicht weiter. Das Schöne ist, ich habe keine Notwendigkeit, es mit denen machen zu müssen, ne? Andererseits ist es schade, weil ich natürlich schon mit denen jetzt angefangen habe und auch schon einen gewissen Ruf bei denen habe. Aber im Endeffekt, ja, machen wir jetzt einfach mit den Rednecks weiter. Die Redneck-Mission. Ich weiß nicht, was mich erwarten wird. Zumindest waren wir ja schon mal kurz auf deren Gelände drauf. Als es darum ging, halt Grandpa zu entführen. Oder was heißt du entführen? Ja, eigentlich ja schon, ne? Ja, schade eigentlich, ey. Das wäre gut gewesen. Gut, deswegen machen wir jetzt hier erstmal die grünen Missionen. Sind jetzt auch wieder wahrscheinlich eher weniger spannende Missionen. Aber schauen wir mal. Gibt Kohle. Hey, cooler Typ, hier ist Billy Bob Bean. Montana hat im Pickup ein paar neue Bomben unter den Arsch montiert. Du sollst den Wagen abholen. Okay. So, vielleicht dann wenigstens was ohne Geballer, ohne Zeitdruck und ohne Tötungen. Aber vielleicht ist die Mission auch mega schwer. Ich weiß es nicht. Ich bin gespannt. Na, ärgert mich aber trotzdem, ne? Aber es ist so ein... Okay. Fatboy Jim ist gerade auf der Bowlingbahn unterwegs. Stell den Pickup neben seinem Anhänger ab. Dann testen wir mal unsere Sprengsätze. Okay. Was habt ihr denn so viel Angst vor mir? Seid ihr nicht Gangmitglieder? Egal. Entschuldigung. Mein Fehler. Ich weiß nur, wo ist dein Anhänger, frage ich mich. So. Mach die Bombe scharf und nichts wie weg von hier. Okay. Die Uhr tickt! Raus aus dem Pickup! Aber zackig! Hier knallt's gleich! Ach, Anhänger! Der Trailer wahrscheinlich, ne? Das war's aber noch nicht, ne? Hier geht was, Tough Guy! Montana hat einen weiteren Pickup für unsere Zwecke. Hol ihn dir! Mich sucht die Polizei? Aber ihr beschützt mich, ne? Hör mal, ich bin gerade immerhin für euch unterwegs, ne? Aber interessant ist, dass dieser Batsu mich jetzt nicht mehr ganz so sehr hassen wie vorher, ne? Wunder mich jetzt gerade... Oh, guck mal, ich weiß ja schon... So. Dieser Batsu haben den Hauptzugang zu ihrem Gebiet verbarrikadiert. Es wäre ganz nützlich, wenn man die Barrikade aus dem Weg räumen könnte. Tja, was ich dafür wohl nutzen soll, ne? Gute Frage. Aber die Polizei hat das Interesse verloren, das ist schon mal sehr gut. Frage ist nur, wie komme ich jetzt hier raus? Okay, perfekt. Nein! Tut mir leid, ich bin jetzt einer von euch. So. Okay, die haben jetzt... Die mögen mich ein bisschen nicht, die Cyberzu. Vielleicht reicht das aus, dass sie mich noch nicht anschießen. Aber wo gehen eigentlich alle auf die? Das wundert mich. Die haben doch keinem was getan. Erstmal. Gut, das ist eine Bande, aber... Okay, hier sind wir irgendwo in der Nähe. Ah, okay, ich verstehe. Ja. Mach die Bömmchen scharf, Tough Guy. Nix wie raus hier. Gleich knallt's. Kaboom. Yippie, Cyberzu sind jetzt erstmal platt. Hier sind 30.000 Dollar. Immer weiter so. Und du wirst noch als Good Old Boys Legende enden. Für so jemanden gibt es immer jede Menge Aufträge. Dankeschön. Okay, aber immerhin, ne? Da war jetzt schnell verdientes Geld auf jeden Fall. Kann man mal machen. Das war keine Absicht. Es tut mir leid. Ich wollte nicht mit dem Raketenwerfer verschießen. Das war wirklich keine Absicht. Ob es mir glaubt oder nicht. Ich habe es aber, während ich die letzten zwei Versuche mal offline oder offscreen versucht habe, ja, die Mission zu schaffen, was ja nicht funktioniert hat, bin ich doch über ein paar interessante Sachen gestoßen. Und zwar zum einen, beim Hauptquartier der Forscher, die mich jetzt auch nur noch neutral mögen, wie man sieht, da steht irgendwie ein herrenloser Wagen. Keine Ahnung, was der für eine Bedeutung hat. Vielleicht ist es eine Bonusmission, keine Ahnung. Könnte man auf jeden Fall nochmal auskundschaften, wenn ich denn die Muße besitze. Glaube ich aber tatsächlich eher weniger. Und ich habe noch einen zweiten Panzer gefunden. Also der eine war ja unter, ich glaube unter der Brücke war es ja, glaube ich. Beim Stadtteil Tabasco. Ja, er heißt, ich kann da nichts für. Und... Ups. Achso, ich müsste ja da eigentlich über das Gelände drauf, ne? Stimmt. Und ich habe noch einen zweiten Panzer auf jeden Fall gefunden. Da weiß ich noch nicht mehr genau, wo der war. Auch irgendwie in so einer Tiefgarage oder sowas. Wo schon fast parallel zum ersten Teil auch wieder geweckt werden. So. Wo ist die Toreinfahrt? Da ist sie. Dankeschön. Also gut, bei den Rednecks ist aber bei dem grünen Telefon gibt es ein Maschinengewehr. Ja, das ist wirklich sehr gut. So, jetzt haben wir nämlich schon 50 Schuss. Guten Tag.
Nee, du ratzfatz weg, wie man letztes Mal auch gesehen hat. Genkabang. Hey Mann, Billy Bobbin hier. Ich hab die Schnauze echt voll von dem ganzen Ärger mit den Zaibatsu und den SRS. Die sollen sich doch gegenseitig fertig machen. Reiß dir mal einen Zaibatsu-Z-Typ unter den Nagel. Okay, das heißt, ich muss jetzt eine Karre von einem Zaibatsu-Menschen klauen. Das kriege ich wahrscheinlich sogar hin. Vielleicht. Vielleicht aber auch nicht. Oh, lala. Die sind, glaube ich, noch gar nicht mal so schlecht. Die sind relativ fix. Immer noch im Wetten Gebiet. Okay, okay, okay. So, das heißt, dann werde ich wahrscheinlich ein Zaibatsu-Fahrzeug nehmen müssen. In das Gebiet der Scientists reisen. Und da wahrscheinlich ein bisschen ja, Unduft treiben. Da ist einer. Da ist einer. Genau, dich brauche ich. Oder dich. Mir ist eigentlich egal, welchen von euch beiden ich nehme. Hauptsache Italien. Und jetzt nix wie weg hier. Auf geht's. Vorüber zu den SRS-Bereich und schalte ein paar Scientists aus. Guck mal, jetzt mögen die mich wieder ein bisschen mehr, die Scientists. Ich verstehe das nicht. Oder vielleicht durch den Wagen klauen, ne? Weil die ja mögen, dass ich Zaibatsu-Leute kaputt mache. Die Frage ist nur, wie viel muss ich jetzt töten? Das... Ui, es tut mir leid. Aber du mir glaubst oder nicht, es war keine Absicht. Gut, wird dich jetzt sowieso nicht mehr interessieren, weil dein Gehirn liegt auf der Straße. So. Ah, guck mal, da haben wir schon mal welche. 20 Stück! Okay. Zeit zum Killen! Fahr mit dem Zaibatsu Z-Typ 20 Scientists über den Haufen. Okay. Von mir aus. Ah, die hassen mich danach so sehr. Die hassen mich so sehr. Aber ey, ne? Was funktioniert die Mission auch nicht? So, okay, da haben wir nochmal einen erwischt. Ja, zurück in den SRS-Bereich. Ich hab grad immer geschmeidig, Junge. Die laufen echt viel rum, muss ich ja sagen, ne? So, wer mag mich denn, wenn ich die überfahre? Zaibatsu oder was? Schwesig. Ah. Guck mal, die haben sogar schon Angst vor mir. Sehr gut. So, die Hälfte haben wir gleich schon mal. Die mögen mich einfach immer noch. Es ist unglaublich, ne? Also, beziehungsweise, die haben nichts gegen mich. Also wahrscheinlich so eine gewisse Wahnsinn vielleicht nicht von Nachteil bei den Scientists. Zack. Ja, gleich haben wir es. Die haben auch nicht cool, die Mission, ne? Kann man nicht anders sagen. Weil für jeden Banden tot, keine Ahnung, wie viel es gibt. So, aber die Polizei lässt mich noch in Ruhe. Weil die Polizei interessiert sich oftmals nicht dafür, wenn sich die Banden gegenseitig umlegen. Es geht da meistens um Passanten. Ist das auch eine Kirche? Das ist tatsächlich eine Kirche. Wow. Ich werde wahnsinnig. Ja, geil. Dann versuche ich doch gleich mal wieder den Weg zu finden. Also ich glaube zumindest, dass es eine Kirche war, oder? Vielleicht ist die Mission jetzt nämlich hier schon vorbei. Nicht runterfallen, nicht runterfallen, nicht runterfallen. Was kann zu einem sehr spontanen ja, Selbstentzündung führen. So, komm. Geschafft, Tough Guy. Schnapp dir jetzt einen SRS-Meteor und fahr damit ins Zaibatsu Village. Ach, komm. Ist ernsthaft? Ernsthaft? Ui. Lalalala. Lass mich in Ruhe, lass mich in Ruhe. Ja, genau. Ich brauche euch. Aber das Geile ist, dass mich dann einfach gleich alle hassen werden. Ist dann halt so, ne? Was soll's? Ja, aber dieser Batsu, die mögen mich überhaupt nicht. Minus 3. Das heißt, die werden sich wehren. Die werden sich wehren. Ich werde vielleicht zwischendurch mal den Wagen wechseln müssen. Hat den wusste ich abspeichern? Ja, wollte ich. Habe ich aber nicht. Und? Habt ihr ein Problem damit? So. Ich brauche mal ein frisches Auto. Ja, ja, bleib doch mal geschmeidig. Ich bin doch gleich bei dir. Bevor er schießen kann. Ha! Ich konnte zwar schießen, aber er hat mich nicht getroffen. So. Ich weiß nicht, ob es jetzt eine direkte Anbindung gibt oder ob da noch ein bisschen neutrales Gebiet dazwischen ist. Ich finde, die hätte das auch noch vielleicht ein bisschen besser markieren können. Also, ein bisschen besser markieren können, wo jetzt das eine Gebiet endet, das andere aufhört. Ah, okay, jetzt sind wir aber hier. 20 Seiten. Oh, okay, da haben wir schon mal ein paar. Okay, ein paar ist gut. Zack, zack. So, das wären schon mal die ersten vier. Ich lasse ich in Ruhe. Wir haben jetzt natürlich schon ordentlich was eingesteckt, mein Auto. So. Jawohl. Ja. Scheiße. Das ist immer echt ungeil. Hälfte haben wir gleich. Jawohl. Brenne ich? Ich glaube nicht. Guten Tag. Okay, noch brenne ich tatsächlich. Die spawnen aber auch einfach willkürlich, ne? Kann das sein?
So, dankeschön. Dankeschön. So, okay. Ja, wunderbar. Okay. Zweifache Pistole? Okay, was ist das denn? Tomb Raider-mäßig oder was? Aber das ist. Das könnte die zweite Waffe von den Zaibatsu sein. Scheiße, scheiße, scheiße. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Muss ich mich dann auch nochmal retten oder habe ich mich so gleich einfach geschafft? Jawohl, Job erfüllt, sauber. Yippie, endlich schlagen sie Zaibatsu und Zaitis gegenseitig die Köpfe ein. Cleveres Kind, hier sind $30.000 für deine mühselige Arbeit. Ja, schön. Ja, die Scientists, die sind noch in Ordnung zu mir. Die Rednecks lieben mich, ihr könnt die rote Mission machen, das lasse ich aber mal sein. Aber mich interessiert mal. Raketenwerfer, da ist die zweifache Pistole, tatsächlich. Ich will, ah, okay, die macht dann zwei Schüsse auch, tatsächlich. Tut mir leid. Finde ich super, dass sich die Polizei einfach mal überhaupt nicht dafür interessiert, was ich tue. Das wäre aber vielleicht empfehlenswert, mal abzuspeichern, fällt mir gerade ein. So, ich gucke jetzt nochmal. Scheiße. Wo habe ich die Karte hingeschmissen? Ah, hier, okay, alles klar. Ich will wissen, gibt es da noch eine zweite Kirche? Weil irgendwie meine ich eine gesehen zu haben. Oder vielleicht sogar eine dritte und eine vierte. Hm? Wer weiß, wer weiß. Und ja, bei den Rednecks gibt es auf jeden Fall schon mal keine. Das ist natürlich äußerst bedauerlich. Zumindest ist ja keine eingetragen. Ja, da würde ich sagen, dann gehen wir mal wieder auf die Suche. So leid es mir tut. Ich will nämlich erstmal speichern, bevor ich jetzt weitermache. Weil, ey, wir haben 300.000 Schleifen und einen fünffachen Multiplikator. Das kann sich doch mal sehen lassen und mein Auto brennt. Schön. Noch nicht richtig, aber da fehlt auch nicht mehr viel. Erstmal gucken, was sind wir denn überhaupt für ein Stadtteil. Ah, der ist eigentlich ganz geil, der Wagen von den Scientists. Kann ich anders sagen. Okay, aber die Lenkung, die versagt. Okay, ich wechsle das Auto. Aber ich will mal den da unten haben. Mal gucken, was der so kann. Sieht irgendwie so allradmäßig aus. Big Bug. Okay, großer Käfer. Eieieiei. Okay, vielleicht warst du nicht so eine gute Entscheidung. Naja, immerhin kann ich mich so in Ruhe umgucken, ne? Okay, wir sind ja schon im Bereich der Scientists. Ist auch schon mal ganz gut. Xanadu, Xanadu, wo ist Xanadu? Xanadu ist, falsche Karte. Ah, wir sind zu weit im Süden. Da ist die Shopping Mall. Ach, guck mal, hier wollen wir gar nicht. Guten Tag. Ist hier vielleicht der Panzer? Nein. Wäre auch zu geil gewesen. Ich komme ja wieder ganz normal raus, ne? Jojo. Jo. Gibt's schon, ne? Wo gibt's hier wieder nur eine Bonusmarke? Alter, was ist denn hier los? Wo bin ich hier? Ich war hier noch nie. So, Xanadu. Say when I do. Dann kommst du ja noch mit Wormley. Jetzt mal wieder aus dem Weg. So, ich würde sagen, wir fahren jetzt einfach mehr oder weniger nach und nach alle Parallelstraßen jetzt hierzu ab. Jetzt hier für Papa. Fahr! Scheiße, scheiße, scheiße. Fahr. Oh Gott, ich hatte ganz schön gute Schussfrequenz, die Doppelpistole. Kann das sein? Brauche Hilfe. Geistigen Beistand brauche ich gerade. Ein bisschen zumindest. Tut mir leid, Mr. Hotdog-Wagen. Ah, nehmen wir jetzt einen Käfer. Was kostet die Welt? Ach, komm. Nein! Das war klar, dass jetzt gerade die Polizei da am Stissel ist. Der Turm war aber auch sehr verdächtig. Sah nach Kirche aus, oder? Können wir bitte einmal Platz machen? Danke. Okay, es ist vielleicht doch kein Turm gewesen. Kein Kirchturm zumindest. So, okay, komm, Baby. Wie bin ich hier? Oh, es ist hier da unten in der Sackgasse. Ich werde wahnsinnig. Oh, lass dich nicht verhaften, Alter. Das wäre nicht cool. Wahrlich nicht. Hm. Immer wieder der gleiche Kram, ne? Immer wieder die Suche nach der Kirche. So, Wormley, nein. Es gab einen Seiteneingang, das weiß ich. Oh, Alter! Kämpfe ich einfach da durch, ich möchte nicht verhaftet werden. Weil da war es nämlich mit den Multiplikatoren. Und das wäre ziemlich nicht gut. Finde ich zumindest. Scheiße.
Entschuldigung. Ja, 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 ey, hör mal, ne? Dann wollt ihr euch doch nicht gefallen lassen, dass die Polizei jetzt hier einfach mal umfährt, oder? Ja, so ein bisschen die Wut schüren. Scheiße. Nein, 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 nein. Nee, das lasse ich nicht zu. So leid es mir tut. Es tut mir wirklich leid, ne? Aber ey, ich bin zu blöd, die scheiß Kirche zu finden. Das fuckt mich jetzt selbst ab. Hätte ich die Kirche gefunden und hätte ich nicht 12.000 Leute überfahren, dann wäre es auch nicht passiert. Mann, ey, es kann nicht so schwer sein. Diese verkackte Karte, die bringt mir gar nichts. Ohne Scheiß. Ich könnte kotzen. Die macht nichts. Oh, jetzt kann ich die beiden Kackmissionen nochmal machen, ey. Ich werde wahnsinnig. Ich will die zweite Mission heute schaffen. Leck mich am Arsch. Oh, das fuckt mich gerade echt ab. Merkt man vielleicht so ein bisschen, oder? Kann das sein? Leck mich am Arsch, ey. Mein Gott. Laden, 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 laden. Mal, wieso kann ich nicht die fucking Kacke von den Scientists nicht weitermachen, nicht? Oh, weil ich diese scheiß Kirche nicht gefunden habe. Warum habe ich denn da bei den Scientists eine Kirche gefunden? Das machte gar keinen Sinn, ohne Scheiß. Verstehe die Karte nicht. In Morton soll die sein. So, ich habe hier leider keine Straßennamen oder so, dass ich mir das irgendwie merken könnte. Also Viererstraße auf jeden Fall. Da bin ich wahrscheinlich dreimal dran vorbeigefahren. Ja, ist mir scheißegal. Oh, ein Furore GT. Redemption, aha. Okay, vierspurige Straße, Redemption. Doch schon relativ weit nördlich, wenn ich mir so angucke, ne? Hier, ah, okay, hier ist das Albazo-Gebiet. Muss ich mal was in die Luft sprengen. Ja, ich weiß, jetzt machen wir leider das, was wir schon gesehen haben, aber es tut mir wirklich leid. Was soll ich denn machen? Ja, okay, gut, Spiel wäre vielleicht eine Sache. Und diese verkackten Kirchen immer finden, ne? Aber gut. Das werde ich auf jeden Fall nie auf Anhieb schaffen. Auf jeden Fall nur relativ weit rechts fahren. Ich bin ja wahrscheinlich schon wirklich gerade vorbeigefahren, könnte ich mir vorstellen. Weil, Alter. So, mein Gott. Weil ich wahrscheinlich einfach nicht weit genug rechts war und das nicht gesehen habe. Ja. Dankeschön. Ne, ich nehme trotzdem erstmal die obere Mission. Weil es mit den Luftsprengen, das bringt, glaube ich, nicht so viele Punkte wie das 40 Leute überfahren. So. Ach, scheiße. Nein, jetzt habe ich doch die falsche zuerst genommen. Egal, machen wir jetzt einfach trotzdem. Das ist eh die längere Mission. Die zweite ist ja Killefit. So, okay. Ich brauche nur einen Z-Wagen. Und die Polizei wäre gut, wenn die dann auch nicht mehr da wäre. Die nervt gerade ein bisschen. Ja, es tut mir wirklich leid. Ich möchte euch gar nicht rammen. Aber was soll ich tun? Oh, komm, Baby. Xenoton, da ist einer. Wunderbar. Ich hole uns auch direkt mal. Ja, vielleicht, wenn wir im Gebiet der Forscher sind, sind die so nett und lassen mich dann in Ruhe. Das wäre natürlich sehr schön.